Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das Gesetz, was wir hier behandeln, oder das Artikelgesetz, was wir hier behandeln, regelt eine ganze Reihe von kleinen Maßnahmen, die eigentlich überwiegend selbstverständlich sind, die wir aber eben einmal beschließen müssen. Ich gehe ein paar Punkte der Reihe nach durch. Zunächst geht es darum, dass die Gutachter, die in Umweltverfahren eingesetzt werden, zukünftig nur in festangestellten Verhältnissen da sein sollen, weil wir bei den freien beruflichen Gutachtern nicht sicher gehen können, dass sie keine Interessenkollision mit ihrer Berater- und Gutachterfunktion haben. Das ist keine gelebte Praxis, die jetzt gesetzlich kodifiziert werden soll. Es gibt einen Rechtsstreit in dieser Frage gegen diese Regelung. Den werden wir mit diesem Gesetz beseitigen. Aber das Gesetz wird nur den Zustand formulieren, den es vorher auch schon gegeben hat. Im Atomgesetz werden wir ein Verfahren eröffnen oder ein Verfahren möglich machen, dass man statt jährliche Kostenbescheide zu erlassen, auch im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Möglichkeiten hat, Zahlungen, Leistungen, Gebühren zu bezahlen und gleichzeitig festlegen, dass der Ablieferort für Atommüll nicht nur das Endlager, sondern auch das Bereitstellungslager, was wir für den Schacht Konrad noch festlegen müssen, nutzen kann. Auch das ist eine Notwendigkeit, weil, als das Gesetz ursprünglich beschrieben wurde, diese Regelungsmöglichkeit noch nicht bestand. Denn da hatten wir das Bereitstellungslager auch noch nicht mal in der Idee. Weiterhin soll es ein Widerspruchsverfahren geben gegen Kostenbescheide. Das ist zwischenzeitlich zeitweilig nicht der Fall gewesen, weil es keine oberste Bundesbehörde gab, die solche Kostenbescheide erließ. Das haben wir jetzt mit der Neuorganisation der Zuständigkeiten wiederhergestellt. Und deswegen soll das Widerspruchsverfahren wieder ermöglicht werden. Dann geht es darum, dass wir das BFE, das Bundesamt für Entsorgungssicherheit, heißt das so, weiß ich gar nicht, jetzt in Zukunft BASE heißen soll, damit es keine Verwechslung mit dem BGE gibt, dem Bundesamt für die Gesellschaft für Endlagerung. Und der letzte Punkt ist im Artikel 17 geregelt. Da geht es darum, dass wir eine Regelung anpassen wollten an die Europäische Chemikalienverordnung. Und diese Verordnung verzögert sich um ein Jahr. Und deswegen müssen wir eine Regelung treffen, die keine Informationslücke erlaubt in dieser Zeit. Das geschieht mit diesem Gesetz. Hier hatte Hessen einen Änderungsvorschlag gemacht, den die Bundesregierung zu Recht zurückgewiesen hat. Denn das, was Hessen sich vorgestellt hat, hätte zur Folge gehabt ein Notifizierungsverfahren bei der EU, weil es dort um Regelungen ging, die eine Notifizierung angezeigt hätte. Dann hätte es eine Verzögerung gegeben, mindestens 3 Monate stillhalten. Wir wollten aber sicherstellen, dass zum 1.1. die Regelung in Kraft tritt, damit es so eine Informationslücke für die Information von giftigen Chemikalien nicht gibt. Das alles ist in diesem Gesetz zusammengefasst und deswegen bitte ich um Zustimmung. Das Wort hat Dr. Rainer Kraft für die AfD-Fraktion.